Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und wir spielen weiter Ultimate General Civil War. Schlacht am Stones River. Wir können die Yankees nun umzingeln und zerstören. Beeilen Sie sich und nehmen Sie den Nashville Pike ein. Schön, ich liebe es, Hügel einzunehmen. Na, bevor Sie auf dem Hügel sammeln können, das tun Sie wahrscheinlich schon gerade eben. Wir kehren Sie ja gerade in die Richtung. Der westliche Teil des National Park sollte nur leicht verteidigt sein. Wer glaube, ja klar. Unsere Kavallerie kann das Gebiet schnell erobern. Ja, sicher. Ich habe nur zwei Kavallerieeinheiten bestimmt und die werden das nicht schaffen. So, warte mal. Das ist jetzt hier, müssen wir mal aufpassen. Jetzt haben wir das ganze Schlachtfeld. Das ist doch Kokolores. Mit was soll ich denn das da erobern? Könnt ihr mir das mal verraten? Wir haben hier Einheiten. Erstmal Wald checken. Aber ich denke mal, der würde bestimmt frei sein. Jetzt erstmal die ganzen Leute brauchen wir hier nicht. Mein Plan ist jetzt ganz einfach. Denn hier, er hat ja auf der Karte gezeigt, dass sie unsere rechte Flanke angreifen wollen. Wo komme ich darüber? Hier ist der Übergang. Hier ist der komplette Übergang. Hier ist wahrscheinlich alles Übergang. Okay, ich weiß nicht, wie viel er hier hat. Ich brauche aber hier für den Hügel brauche ich Einheiten. Das heißt, wir müssen die hier sind, quasi dahin bewegen. Ich hoffe einfach, dass er hinten hier in Stellung gegangen ist, auf der schmalen Position und dass er nicht so viele Einheiten hat. Ah ja. Pause. Ich wollte ja meine Einheiten erstmal da alle so ein bisschen, auch gerade die Kanonen, die brauchen Ewigkeiten. Die Männer können ja schon mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber einfach mal so ein bisschen. Ah. So. Nebenbei dürfen wir das hier nicht aus dem Auge verlieren. Ihn wollten wir unterstützen. Wo ist seine Unterstützung? Müsstest du sein. Okay, du gehst noch weiter lang. Wir haben sie da zurückgedrängt. Das heißt, wir können hier eine ordentliche Linie, hallo, Linie bilden. So, die haben wir quasi komplett raus. Das heißt, wenn wir die da komplett rausgeballert haben, können wir die hier schon mal nehmen. Das Spiel, nein, 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 nein. Habe ich die auch angehakt? Ihr Männer sollten eine Formation bilden, eine schicke, ja? So. Die Kanonen werden wir. Wir haben da nur eine. Das ist so, hier hin. Rechts dahin. Noch eine Kanone. In diese Richtung positionieren. Den Munitionswagen hätte ich jetzt gern auch gern Norden. Ja, da mal gucken, wie wir sie jetzt hier zur Seite weiterschlagen. Geh auch mal nach Norden. So, wir müssen in den Wald rein. Die quasi da rausschießen. Das ist unsere Mission. So, ihr. Müssen da so rum. Und dann sie weiter immer vortreiben. Ah, da kommt die feindliche Kavallerie. Brauchen unbedingt Verstärkung. Na, da ziehen sich mir schon zurück. Wald scheint frei zu sein, wie ich es befürchtet habe. Dann wird die feindliche Stellung quasi hier vorne irgendwo sein. Oh, ich habe den Supply-Wagen daher angemacht. So. Männer, 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 Männer. Wir machen einmal Verteidigungs da. Männer, Männer, Männer. Komm, komm. So, ihr müsst euch alle bewegen. Kanone, du hast nichts zu tun. Nach vorne. Weiter, weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Wir haben jetzt zwei Supply-Wagen hier.
Kanone ist Geschichte. Ich liebe es, wenn Kanonen Geschichten sind. Ah, die laufen. Und die Verstärkung bitte hier hin. Ihr könnt ruhig den Haufen da platt machen. So. Jetzt haben wir hier quasi Truppen zu viel. Das heißt, ihr könnt euch hier in diesen Wald schon einstellen. Die müssten quasi demnächst auch laufen. Schade, dass wir jetzt hier keine Kavallerie haben. Oh nein, 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 nein. Machen wir hier eine Linie. So, passt das schon. Das ist mal alles Information. Sie von mir meine ich. Ja, die kommen da durch. Scheiße. Starken Einheiten. Zu kurz. Ah, läuft, ne? So, das heißt, wir schwenken in diese Richtung. Und wir können vielleicht da den Nachbarn unterstützen. Blauer hinterher. Bei uns haben wir noch. Dann würde ich sagen, Kanonen sind bereit. Vorrücken. Was habe ich da jetzt angeklickt? Was habe ich da gerade angeklickt? Was ist da? Vorrücken. Eliminiert diese scheiß Kanonen. Ist ja nix. Mich veräppeln? Wo ist der Feind? Abziehen, abziehen. Jungs. Ah, wir haben gerade wieder einen Mann verloren. Die Leute für den Hügel, verdammte Scheiße. Vorrücken. Da müssen nur Einheiten sein. Vorrücken. Vorrücken.
Und du gehst zurück. Hä? Da sind ja keine. Ach du Scheiße. Hier sind keine Einheiten. Ich dachte, wir haben Feind. Hier ist ja nichts. Kommt da mal hin. Einfach mal die Richtung, verdammt. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Gut, dass wir da den Angriff noch nicht gestartet haben. 1,55, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Laufen. 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 Kanonen, da sind viele Menschen. Ne? Bitte alles treffen. Laufen. Laufen. Ach, Alter. Vorne. Wir drängen sie schon immer ein bisschen weiter weg. Aber ja, formieren sich da in der Mitte. Keine Zeit, töten. Töten, 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 töten. Alle Mann da, töten. Ist noch ganz frei angekommen. Habe ich da nicht mal zu frei hingeschickt? So, jetzt können wir den quasi singeln. Dann dürfte der auch endlich tot sein. Euch drei, bitte dahin. So, 1,37. Oh, ich habe Grimes hingeschickt. Ah, da war die Kavallerie. Oh, oh, oh. Nein, nein, zurück. Oh, Grimes, 200 Leute sind tot. Scheiße. Das kommt davon, wenn man Stress hat hier. Ihr dürft alle, haut auf ihn drauf. So, es hilft nichts. Greifen an. Kanonen weiter vor. Da hängen sie noch. Weiter nach vorne. Ey, mach den da platt, der muss weg. Kanone, ja sicher. Jetzt reicht es, Nahkampf. So. Kanone ist gut weit raus, das heißt, wir können sie leicht töten, ist aber natürlich jemand verloren. 1,22, das wird echt knapp. Oh nein, ich wollte nicht, dass du in Nahkampf gehst. Aber das war's dann. Mit ihm. Haben wir nicht hier irgendeine Kavallerie hier, verdammt. Verteidigung.
habe ich gesagt, wir brauchen irgendeine Kavallerie. Mal da rum. Ach, es wird zu spät. Oh, 1,33, das dauert zu lange. Ich habe die verpennt da oben. Vielleicht den Hügel noch, den anderen kriegen wir nicht mehr. Das dauert zu lange. Hier läuft's gut, hier läuft's nicht gut. Lange, wir brauchen jetzt hier Feuer in den Wald rein, da dann ist weg. Jetzt läuft der. Kanonen, keine Zeit, Feuer. Nur 32. Die jetzt ab. Lauf. Dauert zu lange. Kriegen sie hier zwar weg, aber es dauert eindeutig zu lange. Halt! Halt! Los!
Ganze da zusammen. Wir brauchen Unterstützung. Schnellstens. Puh, ja, den kann er auch mal mitnehmen. Einen Hügel haben, verdammt Scheiße. Mehr. Kann aber kämpfen. Weiter. 0-13. Es wird verdammt knapp. Verdammt knapp. Weiter rein. Schießen. Lauf dahin. Also auch noch gucken. Lauf dahin. Lauf dahin. So, weiter. Weiter vor. Weiter vor. Kavallerie auf die Kanone. Kommt nicht mehr wieder. So. Laufen. Randa. Randa. Ihr könnt da hinlaufen. Genau, ihr schießt noch. Ihr könnt weiter ran. So. Sehen wir doch das Ganze hier übel. Halt schießen. Halt schießen. Flankiert, toll, dann läuft er gleich. Wir brauchen dann General. Ah, hier sind zu viele Truppen, die ziehen nicht nach. Truppen fehlen hier, die ziehen nicht nach. Beenden, das war's jetzt. Wir haben gar nichts eingenommen. Scheiße. Neujahr wird auf dem Schlachtfeld gefeiert. Scheiße. Ich habe die auf der rechten Seite zu lange da stehen lassen. Ich dachte, da kommen Einheiten. Ach, Mann. Schlacht am Stones River, 2. Januar 1863. General Rosecrans Armee hat unseren heftigen Angriff überstanden. Er verfügt nun über eine stärkere defensive Position. Am 1. Januar 1863 ruhten beide Armeen sich aus und kümmerten sich um ihre Verletzten. Wir haben sie umzingelt und erwartet, dass sie den Rückzug antreten würden, aber sie erscheinen, vorzuhaben, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. So sei es. Bereiten Sie sich auf den Angriff vor. Lassen Sie niemanden entkommen. Wir müssen den Nashville Pike einnehmen, bevor Sie noch mehr Yankees eintreffen. Unsere heroischen Soldaten wären sonst umsonst gestorben. Boah, toll. Sind schon viele umsonst gestorben. Oh, wir müssen diesen scheiß Hügel wieder einnehmen. General, der Nashville Pike muss um jeden Preis gehalten werden. Ah, ich hab ihn nicht mal. Ach doch, ich hab ihn. Doch, wir haben den Hügel. Wir haben bloß den anderen nicht. Ja. Wo die Kavallerie das einnehmen kann, quasi. Das war ja der Punkt. Um jeden Preis. Wir müssen. Okay, wir müssen das hier nicht auf jeden Fall halten und dürfen nicht zurückziehen. So. Sie haben den gesamten umliegenden Gebiet gräben. Wir müssen nun vorsichtig vorgehen. Also, das bin ich doch. Das ist doch meine Fahne. Ach, jetzt kommen da Feinde auf einmal.
Sie haben Ihre linke Flanke gestern entlang dieses Feldes am anderen Ufer, Flussufer ausgeweitet. Wir können von dieser Seite aus angreifen und müssen Sie von hinten überraschen. Wir sind bereit, von Südwesten anzugreifen. Hey, das ist mein Hügel! Und von Süden aus. Warum habe ich da keine Truppen? Das ist mein Hügel. Das ist meine Fahne. Ah toll, jetzt sind hier wieder am Arsch der Welt. Ich hasse das, wenn die KI... ja gut, die haben sich da geeinigt. Ja toll, wie soll ich da jetzt meine Truppen hinkriegen? Der hat da bestimmt seine Truppen schon da. Mal Kavallerie hin. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Wo sind sie? Wo seid ihr denn alle? Och, Mensch, das ist ja hier ein Gesocks, ist das. Ich will nur gucken, ob da Leute sind. Naja, schicke ich da Leute hin und da sind alle, sterben alle quasi. So, ich kann ja mal hier schon mal Leute positionieren. Kanonen nehme ich auch schon mal dahin. Kanonen ziehe ich an den Waldrand. Kannst du auch schon mal hinlaufen? So. Hier hinten ist eine Einheit. Okay. Das heißt. Erstmal die. Okay. Formieren sich. Dann. Dann gucken wir, was sich nicht bewegt. Das bewegen wir gleich. So. Ja, haha. Klar, mein Hügel haben sie eingenommen. Schweinebacken. Schweinebacken. Hilft nix. Ich mach hier wieder so L-Formation. Darauf scheiße ich erstmal. Was bewegt sich denn hier nicht? Komm erst hier hinten rum. 2,52 wieder für zwei Hügel. Ist das nicht schön? Da freut man sich doch drauf. Hector, weiter. Alter. Sind dann wohl hier. Schick mal ein bisschen Kavallerie nach vorne. Nur, dass ich so ungefähr sehe, wo ihre Linie ist. Warte mal ganz kurz. Upsala! Ich habe ja noch die Kavallerie dahin zum Hingucken geschickt. Schnell zurück. Die sind zwar da ein bisschen... Da mal gespottet. Okay. Das reicht mir schon. Kanon. Nee, ist Hector. Hector ist keine Kanone. Die Kanonen müssen hier hin. Dahinter. Hier geht schon mal Information, dass es nicht lange dauert.
Ja, die haben gerade Freischuss, ne? Also die dürfen meine Leute ein bisschen alle malträtieren. Hauptsache ist, dass ich nicht malträtiert werde. Aber hier ist eine Kanone, bleib mal da. So, wir sind immer noch nicht in der Sicht des Feindes. Gut, weiter vorrücken. Attacke. Solange wir noch keine Feindsicht haben, können wir mit den Kanonen noch vorrücken. Vorrücken, vorrücken. Vorrücken. Kavallerie lasse ich hinten. Ach, hier haben wir auch noch Reserve. Vorrücken. Da kommen sie. So, Kanönchen mit Hühnchen. Voll rein. Attacke, Attacke, Attacke. Weiter. Oh. Attacke. Feuer auf den Starken und hier auf den Team. Dann Attacke, Attacke. 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 Dauert nicht zu lange. Wir laufen schon. Nun weiter. Ah, da sind auch noch welche. So, das heißt, da laufen wir nicht weiter. Bleibt man da halt. Vielleicht ziehe ich da einfach nur ein Stück zurück. So, dann sind die ersten wieder am Laufen, die sind mir egal. Boah. Boah. Boah, eure Ziele. Dame drauf, Dame drauf. Attacke. Attacke, Attacke. So, Kanone hinterher. Sie laufen weiter, weiter. Weiter. Die drei richten wir hier so aus. Weiter. Attacke. Attacke. Oh, was machst du, Pound? Ist der irre. Kommt der überhaupt noch ran?
als Kanon zu weit weg. So, weiter, weiter, weiter. Hier ziehe ich noch nicht rum. Auf Kanone reicht erstmal. Auf ihn da, Feuer. So, schießt aus der zweiten Reihe, macht sie nieder. 1,33. Ah, dann ist Kavallerie. Die sage ich jetzt mal, halt, stopp, 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 stopp. Sind zu weit voraus. Ja, die sind tot. Haben wir irgendwie Nahkampf? Wir ziehen mal zurück. Das geht ein bisschen in die Hose. Nein, das ist auch doof. Zurückziehen. Zurück. Ach Mann. Wow. Zurück. Feuer. Aber nur mal Pause machen. Ich komme ja gar nicht hinterher. So, wir brauchen auf der Seite Truppen daher schieben. Hier decke ich mal die Kavallerie-Seite ab. Mit der Kavallerie, wir haben 1,16, 18, das wird nichts. So, aufstellen. Alles, was war. Gut. Oh, ich darf zu viel. Eine Linie. Da. Dann. Ungefähr passen. Hier würde ich gerne mich hier hinten sammeln. Das wird da nichts. Dahin. Ach. Da die Verstärkung. Na egal, gibt's da nur zwei. So. Nein. Alles hier erstmal halt. Du halt. Was bewegt euch weiter? Halt, habe ich doch gesagt. Wow, halt. Jetzt können wir quasi hier nochmal eine Frontlinie basteln. Brauchst du gut, der ist da.
Kampf. Kriegen ihn nicht da draus. Ne? Er hält sich gut da. Ah, er läuft doch. So, dann schicken wir die einfach da weiter. Die hier. Und die hier. Kanonen ziehen wir gleich dahin. Wie es scheint, ist da nichts mehr. Munition lang hinterher. Halt und feuern. Gleich da angreift. Ihr dreht euch noch mal ein bisschen. Brauchen wir unbedingt Leute. Wenn die Kanone nicht von da mal drauf feuern. Irgendwas, was noch im Nahkampf gehen kann da. Ich sag mal, Charge. Alleine schafft der die Kavallerie das nicht. So. Ziemlich genau das, was ich dachte. Halt. Halt. Ja, jetzt haben sie das wieder erobert. 30 Sekunden noch quasi. Gross hat aufgegeben, wer immer Gross ist. Aber ist mir quasi egal. Ein bisschen vorstoßen. Vorstoßen. Kanone da rein. Lauf, das ist meine Flagge, mein Punkt. Oh, ihr auch. Kämpfen. So. Jetzt geht er mir hier auf den Sack. Los, los, los. Die zermalmen wir jetzt quasi da.
das von hinten angreifen. Vorne schießen. Los, jetzt die Zeit ablaufen. Müssten noch alles haben, ne? Nashville wurde lange gekämpft. Da kommen die wieder. Halt nicht laufen. Ich wollte nicht, dass du im Nahkampf gehst. Lass doch mal auf da. Dahin. Attacke. Alles, was wir haben da. Schnauze voll. Hin. Sieg. Haha. Yes. Ich dachte, mir bricht das da gerade nur ein da oben. Aber wir mussten da oben angreifen, sonst hätten wir das verloren. Den Punkt zumindest. So, 83.000 Männer hatten wir. 55 hatten die. Oh. Scheiße. 26.000 Mann haben wir verloren. Puh. Ja, hier mal über die Hälfte. Sagen wir, 20.000 Mann sind noch standhaft geblieben. Aber, ja. Ich mag diese Summe nicht hier. Das ist mir einfach zu viel. Wir haben zwar gut Gefangene gemacht, aber wir kriegen, glaube ich, nur maximal 1.000 Mann Gefangene. Und dann sind wir beim endgültigen Verlust von 25.000 Mann. Hardcore, ey. Ja, wir haben 2.100, aber wir kriegen nur 1.000 Mann. 11.000 kriegen wir dazu. Das heißt, wir haben 12.000 Mann gut gekriegt. Das Problem ist, wir haben zu viele hohe Verluste gehabt. Scheißen Dreck. 13.000 haben wir jetzt. Wir haben zu viel verloren. So, Pound ist eh verletzt. Das heißt, wir können ihn auflösen. So, Richards lösen wir hier nicht auf. Kommt jetzt halt ein Siegfried und übernimmt das. 13.000 deckt nicht unsere Verluste. Bei weitem nicht. Alleine die Offiziere, die gestorben sind. Ah. Oh Gott. Ja, deckt nicht unsere Verluste. Hier haben wir auch. Also die sind mir eigentlich nicht so wichtig. Ist natürlich besser, wenn die natürlich aufgerüstet sind, die Leute. 1 bis 2 Sterne, das unterstützt natürlich auch die Leute. 13.000, ich weiß nicht wohin, ne? Hier kriegen wir nochmal, die nehme ich auch mal gleich 3.000. So, jetzt bei 16. Wow. Munition haben wir noch genug. Karrierepunkt, 2 Stück. 10%. Ach, Nachschub ist auch nicht uninteressant. Ausbildung gibt Reisnachlass bei Veteranen. Zurzeit kaufe ich kaum Veteranen. Ich kaufe eigentlich immer nur Grünschnäbel. Ich gehe voll auf Medizin. 14%. Oder 14% wieder kriegen.
Was steht denn als nächstes an? Die abgefangenen Nachrichten interessieren mich nicht. Oh, wir haben mal zwei Schlachten, wo wir uns ein bisschen vielleicht aufhören können. Blackwater River. 15. März. So spät. Und sogar im Januar. Januar, Februar, März, April. Dann kommt Rio Hill. Alles. Von 100. Da kriegen wir nur Gewinn. Ach, hier ist ja auch noch eine. Schlacht von Franklin. 10. April. 1. 2 kleine Schlachten und dann wieder eine große und dann wo? Ken Shellroth? Will? Keine Ahnung. Ja. Geld habe ich mittlerweile genug. Ich werde es nicht böse sein, aber können wir nicht Sklaven benutzen? Als, zumindest als Kanonenfutter? Gehen wir denen irgendwelche Grätschen, Kanonen da mit und dann laufen und lassen wir sie vorlaufen. Weil die hatten ja Sklaven. Wer jetzt nicht böse sein. Na gut, wenn wir die Sklaven einsetzen, dann haben wir keine Sache, kein Geld für die Wirtschaft, ne? Ach, scheiße. Ich habe eindeutig zumindest mal so die erste, zweite Korb. Hier. Der hatte mal 2000. Ist komplett aufgeregt. Komplett. Der ist ja noch schlimmer dran. Der ist ja noch schlimmer dran. Da brauchen wir gar nicht überreden. Ach, du Scheiße. Hier, von 2000 Mann ist er gerade mal die Hälfte übrig geblieben. Ach du Scheiße, ey. Ja gut, der dritte Korb hatte immer zwischen 1,5 bis 2.000. Den geht's irgendwie noch am besten. Ja, und der vierte ist immer noch in Entwicklung. Da habe ich sogar hier, ja, Skirmisher, Jäger drinne. Die habe ich jetzt hier aufgelöst. Hector hat irgendwie, ja. Die machen irgendwie keinen Sinn mehr, finde ich. Aber für die ersten drei Divisionen will ich da keine mehr drin haben. Die kommen raus. Für die vierte Division, damit ich die voll kriege, würde ich die benutzen. Und wenn ich dann, was ich nicht habe, noch Leute habe, dann gründe ich mal ein fünftes Korb. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir die gebrauchen. Aber naja. Ich kratze mir meine Leute irgendwie hin. Zur Not gehe ich mal auf den Sklavenmarkt oder so. Irgendwie brauchen wir Leute. Das gibt's doch nicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's gefallen, mir hat's Spaß gemacht. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, Kommentar da, würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.